Also wenn nicht mehr klar ist, weiß, was es geht, dann... Ja, gut. Sag mir trotzdem, wie ich sie finden kann. Vorgrim findet ihr sicherlich in einem der Tische im Silberkrug. Seit dem Tod aus Fernes sieht man ihn nur noch dort betrunken. Und zu Gladys? Keine Ahnung, aber sie soll in Formersheft gesichtet worden sein. Wo genau, kann ich euch aber nicht sagen. Sie ist mir etwas suspekt, auch wenn es nicht mit den Worten zu tun hat. Ihr solltet Vorsicht walten lassen. Mit dem Mangel an Stadtwachen haben die Verbrechen in Formersheft sowieso schon zugenommen. Alles klar. Dankeschön. Auf bald. Rübinger, seid ihr immer noch da? Ich sagte doch, ihr sollt die Angelegenheit im Hafen klären. Jawohl, Hauptmannfrau, Dorkenschmied. Alles klar. Habe ich jetzt wirklich Hauptmannfrau gesagt? Naja. Was sind eigentlich diese roten Punkte immer? Ach so, hier hat ein Pferd rum? Ach ja, hier. Oh, Sachen gibt's. Okay, na, da haben wir jetzt einiges zu tun, was? Wir sind immer noch vergiftet. Sag mal, geht es nicht irgendwie weg? Ist ja blöd. Hey du, wie krieg ich Gift weg? Herzustellen, welches kritischen Moment eine Krankheit oder Vergiftung zur Heilung führt. Das bringt mir aber nie was. Ich kann das ja nicht trinken. Oh, kann ich doch. Vielleicht geht's dann weg. Yay, das klappt ja wirklich. Hey du, wo bist du? Da unten. Komm her, lass dich mal heilen. Ich kann das. Vielleicht. Juhu, das klappt ja wirklich. So, die Grünmutter, den lernen wir natürlich dann. So, steht fest. Das will ich haben, das Zeug. Ist gut. 4 Dukaten kosten 100 und... Was braucht das Zeug? Grünmutterblatt, habe ich davon genug? 8 Stück Hammer und Grünmutterblatt haben wir überhaupt nicht. Kaufen wir lieber ein paar Tees, hä? Ja, aber erst wenn wir Geld haben. So, wir sind ja wieder mal arm. Arme Schweine. So, wo ist denn das Ding hier? Ist das hier derselbe Krug? Jo, läuft. Ach ja, was ist hier unten? Fässer. Na, die holen wir uns natürlich erstmal. Wow. Wir werden immer so verwöhnt. Nur nicht mehr von dem Zeug. Nein, nein, wir brauchen das nicht. Na dann. Ich hoffe es ja auch nicht. Oh, verdammt. Vorgrim, du hast mehr als genug getrunken. Hörst du, von mir bekommst du höchstens ein dunkles Spezial, damit du mal wieder auf die Beine kommst. Willst du mich umbringen? Dein bisschen scheiden Kumpel? Willst du so eine Giftbrühe anregen? Sein wahrer Freund und mach schon ein schönes helles klar. Du schuldest. Moment mal. Ich will mehr Bier. Du hast schon ordentlich getankt, mein Junge. Du kriegst kein Bier mehr, verdammt. Wow, du hast eine Lanze im Kopf. Hey du. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich muss mit Vorgrim reden, aber der ist ein bisschen betrunken. Also, mein Freund ist tot. Tradan, komm schon. Nein. Ja, eine traurige Geschichte. Der arme Vorgrim, seht ihn euch nur an. Seitdem sein Herr ermordet wurde, ist er nur noch betrunken. Er gibt sich die Schuld daran. Sogar seinen langen Bart hat er sich abgenommen. Ein Zeichen der Schande. Bei meinem Bart. Nicht wert. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Wisst ihr vielleicht eine Möglichkeit, ihn wieder munter zu machen? Nun ja, ihr könntet ihm einen Krug Pferdocker spendieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass er dann endgültig umkippt. Doch ich habe was für euch. Mein Geheimrezept, ein dunkles Spezial. Eine hausgemachte Kräuterbrühe. Sie weckt sogar einen Bären aus dem Winterschlaf. Wie wär's denn? Na klar, her mit dem Ding. Ich habe hier unter dem Tresen einen kleinen Vorrat. Hier, nehmt einen Krug. Auf Kosten des Hauses. Cool, dankeschön. Willen Hells, Fedu, Willen Bier. Hast du
Also, hast du nicht Lust, einem ehrlichen alten Zwerg einen auszugeben? Natürlich, ich habe immer was dabei. Ja. Ja, schnell. Aber es... Achso, halt. Aber es... Ach, ja, trink nur. Ach, was ist das denn für ein Saft? Die Kräuter? Hatte ich den Wagen mir vorgeschont. Wäre doch gar dunkel spezial anzudrehen, du. Also... Wo ist mein Arsch? Ja, jetzt mal ganz ruhig, mein junger Mann. Ja, mal ganz ruhig. Mein Name ist Lord Svart van Berg und da hatte ich bestimmt schon mal von mir erzählt. Ich sollte hierher kommen. Lord Svart van Berg? Stimmt. Ja, du hast tatsächlich von euch erzählt. Mein Freund Arno, du bist auch mein. Freund? Doch Arno ist tot. Wisst ihr es noch nicht? Das ist alles magisch. Ich will nicht auf mich aufpassen machen. Bei ihm schneiden müssen. Ja, also der Wäsche versagt. Ja, lass mich also besser allein. Ich bin ein unbärtiger Nix-Nutz. Ich schluck auf. Achso, ja. Also, Ardo ist tot. Deswegen brauche ich ja Freunde und so. Wollte ich nicht. Dennoch, es ist meine Schuld. Ich hätte es besser wissen müssen. Hätte ich darauf bestehen sollen, ihn zu begleiten. Dieses Treffen war mir von Anfang an nicht geheuer. Okay, jetzt kann ich gerade nicht. Ja, gut, war ein Versuch. Bei Arumbolus Bart, das eklige Kräutergemüt. Krieg ich wieder hoch hier. Da kräuseln mich die Rückenhaare hier, ja. Ein Treffen, sagt ihr, um was ging's da? Boah, jetzt muss ich aber wirklich mal kurz. Du solltest dich. Ich lese jetzt nochmal vor, das macht viel Sinn einfach. Du solltest dich dem Obergericht der Stadtgarde Taschenmann heißt er, glaube ich, am Hafen treffen. Es ging um irgendwas an dem. Es ging um irgendwas, an dem Ardo gearbeitet hat. Eine Untersuchung von höchster Stelle. Mehr weiß ich dazu nicht. Hat der alte Brammelbart alles für sich behalten? Er hat es nicht lebend zu den Treffen geschafft. Ich hätte bei ihm sein sollen, verdammt. Nochmal, wie konnte ich nur so im Stich lassen? Vorgrim, mal ganz ruhig. Ich brauche Hilfe, um den Mörder zu fassen. Also, seid ihr, erzählt mir ein bisschen was. Ja, ich denke, der Schluckauf ist gleich weg. Ich rehe dir immer so auf das widerliche Zeug. Ihr müsst alles erzählen, was ihr wisst. Fragt, mein Freund, fragt. So. Wer ist denn diese Kladis eigentlich? Kladis? Haltet mir bloß diese Nervensäge vom Hals. Ich sag euch, bei Kladis weiß man nie so genau, wo man dran ist. Manchmal frage ich mich, wieso sich Ardo mit so jemanden abgegeben hat. Sie streift oft durch Vormannsheim. Auch die Taverne zur sanften Sau soll des Öfteren für ihre Undurchsichtigkeiten Geschäfte aufsuchen. Halt undurchsichtigen Geschäfte und so. Was sind das für Geschäfte? Na, so genau weiß ich das natürlich auch wieder nicht. Aber unter uns gesagt bin ich mir nicht sicher, dass sie eine Taschendiebin ist und sich ihr Brot mit Hehlerei verdient. Das kann ich mir bei der gut vorstellen. Okay. Was noch? Was wisst ihr über die Morde? Du bist nicht der Einzige, der auf so eine schlimme Art ermordet worden ist. Ein weiterer Mann, den ich gut kannte, wurde so zugerichtet. Man nannte ihn den Drachen, weil er so stark wie 7 Mann war. Wenn ihr mich fragt, muss er ein gewaltiger Hühnchen überwältigt haben. Einer, der noch viel, viel stärker war als er. Sandor Kunger, ja. Bala sagte mir, dass der Drache, in der Nähe des Flinkenfrechens gefunden wurde. Jupp. Das muss schrecklich für Aline gewesen sein. Sie ist Schankmar dem Flinkenfrechen und die Freundin des Drachen. Sie hat den schrecklichen Fund gemacht und dann die Stadtgarde alarmiert. Wir sollten auf jeden Fall mit ihr reden. Ja, das hätte ich mir bei ihnen selbst denken können. So. Hat er denn was von dem Treffen erzählt? Wie ich schon oft gesagt hatte, Ardo wollte sich mit diesem obergrößten Taschmann an der Wachstation am Hafen treffen, aber anscheinend ist er dort nie angekommen. Taschmann fand seine Leiche in der Nähe des Anlegeplätze. Mehr weiß ich leider auch nicht. Das betrübt mich zutiefst. Ich brauche schleunigst ein helles. Nicht schon wieder, mein Freund. Nicht schon wieder. So. Ja, wie seid ihr aufeinander hier, ne? Ach, Ardo und ich haben schon etliches zusammen erlebt. Etliches. Als ich damals das erste Mal mit ihm zu tun hatte, hauste er im Schloss Ochsenblut seiner ehrwürdigen Familie. Also genauer genommen im Torhaus. In dem Schloss hat es nämlich gespukt, müsst ihr wissen. Er hatte damals noch tapferen Recken geschickt, die ihm helfen sollten, die Geister von dort zu vertreiben. Er war der Einzige, der es weiter als bis zur Eingangshelle des Schlosses gewagt hat. Und so haben wir uns in der Geisterjagd angefreundet. Also eigentlich bei einem guten Tropfen aus dem Schlosskeller, den wir aus den Klauen des geisterhaften Kellermeisters retten konnten. Von da an haben wir viele Abenteuer erlebt und so manche gemeinsame Schlacht geschlagen.
In der Schlacht um Gareth haben wir uns schon aus den Augen verloren. Ich dachte schon, er sei damals gefallen. Aber dann tauchte er hier plötzlich wieder auf und nahm mich als ein Leibwächter bei sich auf. Cool. Interessant, interessant. So, dann komm mal mit hier. Ja, Rache für Ardo, aber seht mich an. Ein verkaterter Zwerg, der nicht mehr ein Schandbart wert ist. Ich kann kaum drei Schritte gehen in der... warte mal, was? Ich kann kaum drei Schritte in eine gerade Richtung laufen. Da werde ich keine große Hilfe sein. Sag mal, willst du mich ein bisschen verarschen? Du bist ein kleiner Zwerg. Du kriegst es hin. Ihr habt recht. Lass uns den Verantwortlichen finden und für seine Untaten büßen. Na, so geht's doch. Nun ja, vielleicht sollten wir ein paar kleine Pferdocken mitnehmen, du? Nur falls wir durstig werden, ja? Naja. Bah, lass uns losgehen. Ach, Vorgrim, was ist denn mit den vier Hellern für das Bier? Tra da, du hinterhältiger Schnabe. Schabe, ups. Schnabe? Ein dunkles Spezial hast du mir unterschieden lassen. Eigentlich solltest du die Zeche zahlen. Aber was soll's, schreib deine verflexten vier Heller an. Ich bezahle sie später. Yay, wir haben jetzt eine dritte Person. Was hat denn der Typ so dabei? Oh, jetzt werde ich angerufen. Willst du mich verarschen? Ruf den jetzt hier an. Danke. So, muss ich ganz kurz hier. Kettenhemd. Oh. Langes Kettenhemd sogar. Cool. Na gut. Ich dachte, da war irgendwas. Aber gut, wir lassen ihm das Kettenhemd mal an. So, na dann. Mitkommen. Na, dann wollen wir mal die Bautplätze aufsuchen. So. Schauen wir mal, was wir finden können am Hafen. Wo geht's denn überhaupt zum Hafen? Hier? Ah. Ach, bin ich gut. Ist hier noch irgendwo Fässerchen? Oh, Mann. Naja, von der einen Ladestelle zu der anderen muss ja sehr interessant sein. Du kannst jederzeit das Spiel über die Leertaste pausieren. Während eines Kampfes können dann beispielsweise die Helden mit der neuen Waffe ausgerüstet, Zauber und neue Sonderfertigkeiten gewählt oder Figuren günstig positioniert werden. Eine gute Taktik hilft in so manch schwieriger Situation weiter. Wow. Very interesting. Ja. Ich zwar nicht, aber okay. Ja. Da zeigen die Fragezeichen. Also muss ich da lang. Fässer. Ja. Yeah. Dann habe ich das gesucht. Ja, mit dem Kram. Hä? Was? Achso. So viel Holz. Wir haben schon fast den ganzen Wald in der Tasche. Das ist der Wahnsinn. Dass wir erst mitnehmen können. So, hinter der Schenke. Okay, dann müssen wir erstmal dahinter gehen. Oh, hallo. Oh, Mann. Langweilig. Nein, ich hatte jetzt hier nicht vor, ne? Hier, später vielleicht. Ja, Moment, hier zeigt er irgendwo Fragezeichen. Das ist erstmal das nächste Fragezeichen absuchen. Oh, hier ist schon erst mal passiert, glaube ich. Aber erstmal das was. Oh, Mann. Hallo, kann ich hier vielleicht mal ein Talisman? Whatever. Hallo? Was habe ich gerade gemacht? Wo ist denn das Ding? Ach, hier! Ein tränenförmiges Muschstück, eine Rötlichschwinde. Ach so. Okay. Vielleicht ist es ein Beweismittel. Ah, lass uns erstmal in Schengen gehen hier. Wenn sie so drum betteln. Wer bist du denn? Nasreddin. Hallo. Salam. Moin. Ja, was war denn da gerade los? Kulu tamam, mafi schmuckskella, wie sagt man, ein Missverständnis, nichts weiter. Masalamara. Also, guck mal. Okay. Dann halt nicht. Ich wollte einfach nur helfen, aber ist auch gut, wenn du meine Hilfe nicht annimmst, dann dein Problem. Ulvinen Eisbeck, das Oberhaupt der zweiten Verhinder sind wir leider das Unternehmen, seit einigen Jahren mit großem Geschick. Nett. So, das ist ja wunderschön hier.
Hallo. Hallo. Was kann ich für euch tun? Keine Ahnung. Ich brauche Informationen über den Mord. Oh, tut mir leid, ich bin nur sehr selten im Klingenfrettchen. Und kenne diese Person nicht mehr, aber trotzdem viel Glück. Dankeschön für die Information. War ja sehr informativ. Moin. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Nope. Verzeiht, aber ich brauche Informationen an Sandor Kunga. Der wurde ja getötet. Zum Mord am Drachen kann ich euch nichts sagen. Ich habe weder was gesehen noch was gehört. Und du? Wer stört? Stelzenpill. Ich? Ich suche jemanden, der ein bisschen was über den Mord Bescheid weiß. Ich habe euch nichts zu sagen, weil es verschwindet. Gut. Dann halt nicht. Hi. Dach. Was soll's sein? Ja, wie wär's mit dem Bier? Also im Moment will ich eigentlich nur was über die Morde wissen. Ach, ihr kommt hier mal eben in meine Schellen gespaziert und klärt so ganz nebenbei den Mord an unserem Sandor auf. Tut mir leid, aber dazu habe ich nichts zu sagen. Ey, komm ey, jetzt sag mal was. Na schön, er war des Öfteren hier, aber ist ja schließlich auch ein beliebter Treffpunkt für alte Imman-Spieler, ja? Gab es einen Streit zwischen den Drachen? Und irgendjemand anderen? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich habe genug damit zu tun, meine Gäste zu bewirten, ja? Da bleibt keine Zeit. Ja, bei den Rauschebärten, meine Urgroßväter, Schotterbusch! Du musst doch irgendwas bemerkt haben. Du weißt genau, dass der Drache mit niemandem verfeindet war. Obendrein hat er Kraft für drei. Wer den kalt gemacht hat, muss ein gewaltiger Hühne gewesen sein. Das muss mir doch diesen Rador gewesen sein. Denk mal nach, Mann! Entschuldigung, aber ich kann euch nicht weiterhelfen. Vielleicht weiß ja einer der Gäste was. Was habt ihr denn? Ach, natürlich. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Ja. Ach hier, guck mal. Weiß ich doch. Doch, hast du. Aline, ich bin Vorgrim, Sohn des... Es ist mir völlig gleich, wer ihr seid. Ihr seht doch, ich bin zu tun. Hey. Ich will aber wissen... Wegen Dings. Das ist doch blöd. Und du? Weißt du vielleicht was? Cardo ja. Garnil. Was gibt's? Ich suche jemanden, der vielleicht etwas mit dem Mord an Sandor Kunga gehört hat. Oh, nein, tut mir erschrecklich leid, aber ich kann euch da leider nicht weiterhelfen. Also erstmal, ich bin Garnel. Cardo Garnel. Und ich bin auch nur so ein Händler auf der Durchreise und eigentlich bin ich nur was im Trinken und ich habe eigentlich nichts Besonderes da, außer irgendwelche Bürsten. Okay, gut. Moment, ihr seid so ein netter Kunde. Ich gebe euch noch eine gratis Kiste Seifenpaste oben drauf. Ein Angebot, das ihr unmöglich ablehnen könnt. Cool, danke. Habe ich jetzt Seife bekommen oder was? Nein, habe ich nicht. Toll. Kann man mal ein bisschen ordnen hier. Ich denke, ich habe jetzt Seife bekommen. Was ist das denn für ein Druck? Was hat er mit seiner Pfeife vor? Ha. Na gut. Hier kriegt man anscheinend keine Informationen raus, oder? Vielleicht aus euch beiden? Okay. Verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Na gut, raus hier. Oh, Moment, da sitzt noch jemand. Ah. Oh. Okay. Dann müssen wir doch raus. Halt. Keine Ahnung, warum jetzt. Hä? Hey. Was geht's? Wartet. Ja. Ich habe gehört, wie ihr nach Sandor gefragt habt. Untersucht ihr den Mord? Jupp. Ja, mein Name ist Aline. Ich bin... war seine Freundin. Darf ich noch ein paar Fragen stellen? Jo. Warum seid ihr mir nachgelaufen? Ach, Quatsch. Ach, warum seid ihr mir nachgelaufen? Ich hab doch nicht sowieso schon mit dir gesprochen. Obergericht Taschmann hat mir eindeutig untersagt, über den Mord zu sprechen. Er hatte mich zu den Sachen befragt und erzählt. Er kümmere sich höchstpersönlich um alles. Nur ist er seitdem nicht mehr hier aufgetaucht. Dieser Schelm. Oh Mann. Also ich muss es normal verlesen. Das ist nicht gut. Als ich dann gehört habe, wie ihr euch nach dem Drachen erkundigt habt, musste ich euch einfach sprechen. Wenn Taschmann nicht fähig ist, die Dinge in die Hand zu nehmen, dann kann auch ich, kann ich euch halt helfen, ne? Gut, dann erzählt. Ja, es war schrecklich, ihn so zu sehen. Ich wollte das Waschwasser hinter der Taverne auskippen und dort lag er, mein geliebter Drache. Mein Herz wird dieses Bild niemals vergessen können, mein starker, guter Drache, so fürchterlich zugerichtet. Es müssen mehrere gewesen sein, die ihn überrascht hatten. Alle Fässer, die im Hof standen, waren zertrümmert. Mein Drache, er hat um sein Leben gekämpft. Oh, Sandor, wieso musste er nur sterben? Mehr davon. Hat er irgendwo Feinde gehabt?
Aber nein, er war sehr beliebt. Auch wenn er sich mit den teildubiosen Gestalten, die das fremde Fleckchen zu besuchen, abgegeben hat, so hatten doch alle stets gehörigen Respekt vor ihm. Okay. Der Freund hat ein blablabla. Darüber hat Sandor nie wirklich gesprochen. Einige meinten, er trug den Namen Drache, weil er oft wie ein gefährliches Untier über das ihm ein Feld fegte. Doch ich glaube eher, dass es etwas mit dem Talisman zu tun hat, den er bei sich um den Hals trug. Ah, ich hab doch einen Talisman. Ja, das ist er. Habt ihr ihn im Tatort gefunden? Dieser Talisman war sehr wertvoll für ihn. Für gewöhnlich trug er ihn auch nicht offen umher, sondern immer direkt unter seiner Kleidung, auf seiner Brust. Er scherzte oft und sagte, dieser Talisman gebe ihm Kraft, so ein guter Immanspieler zu sein. Als ihn Tod aufwand, hatte er den Talisman allerdings nicht mehr um. Ich berichtete der Obergeist des Taschmann davon, doch er schien nicht sonderlich interessiert. Ihr könnt ihn behalten, vielleicht führt er euch zu seinem Mörder. Cool, danke. Wisst ihr vielleicht etwas über, Ardo? Tut mir leid, nein, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Aber ich will auch gar nicht wissen, was mit diesen armen beiden Seelen zugestoßen ist. Der Anblick meines ermordeten Drachen, wie er dort so lag, das wird mich auf ewig quälen. Jo, passiert. Na dann, tschüss. So, jetzt habe ich einen Talisman. Ach, kann ich immer noch nicht anlegen. Ach, Mann. Mann. So viele böse Sachen, die hier passieren. Und wie wieder der Trottel da alles aufklären muss. Ich sehe schon. Ach ja. Glaubt mir. Ich weiß, wie sie sich fühlen muss. Wenn ich den Mörder zu fassen bekomme, dann wird er für alles büßen. An ihrer Stelle würde ich den Krug. Na, schon klar. Ja, die sind ja alle so wie du. Na gut, ich mache hier auf den Aufnahme Stopp. Wir machen beim nächsten Mal weiter und klären vielleicht sogar die Morde in der nächsten Aufnahme schon auf. Keine Ahnung, ob wir so schlau sind. Aber schauen wir mal. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in Drakensang, genau hier vor der Bar. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.